Der bayerische Liedermacher Heinkling hat eins gedichtet: Alles, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Alles, was auf dieser Welt zählt, ist Geld. Und das übertragen wir mal auf die Finanzmärkte. Alles, was zählt auf dieser Welt für die Finanzmärkte, ist Liquidität. Und das sehen wir heute, denn Corona ist back. Es gibt ein richtiges Comeback von Corona, sowohl in China als auch in den USA, also in den mit Abstand wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Und was passiert? Die Aktienmärkte fallen? Nein, sie sind zwar zunächst ein bisschen unter Druck gekommen, aber dann hat man sich an der Wall Street gedacht, ist doch gar nicht so schlecht, wenn Corona wieder da ist, denn was bedeutet das? Richtig, die Fed wird nicht aus ihrer ultralaxen Geldpolitik aussteigen können, sondern vielleicht sogar noch mehr machen. Dann haben wir wieder eine Situation wie auf dem Hochpunkt der ersten Corona-Krise. Da war die Party doch am größten an den Finanzmärkten, weil eben die Notenbanken all in gegangen sind und sie können jetzt nicht wieder outgehen, können also nicht tapern, können diese Sachen nicht machen. So denkt man sich scheinbar an der Wall Street und andernorts, die eigentlich die Aktienmärkte so ein bisschen immer genervt haben. Werden die denn mal irgendwann aussteigen aus dieser ganzen Geschichte? Also denkt man sich, wir haben zwar das Comeback von Corona, na und? Who cares, ist doch egal, und das wollen wir uns im Einzelnen jetzt mal anschauen. Zum Beispiel startend mit dem Reich der Mitte. Eigentlich heißt das ja auf Mandarin der Nabel der Welt, wenn man es richtig übersetzt. Also diejenigen, die glauben, dass sich die Welt um sich dreht oder um sie dreht. Und da sehen wir jetzt die größten Einschränkungen seit Februar 2020, also seit dem Hochpunkt der Corona-Krise in China. Einreisebeschränkungen in Peking aus vielen wichtigen Städten wie Nanjing, wie Dalian. Da sitzt der gesamte Rohstoffmarktbereich. Hier sehen wir also, dass praktisch hier Einreisen verboten sind. Leute, die Flugzeugtickets gebucht haben, bekommen das Geld wieder. Auch Shanghai ist jetzt nachgezogen. Also wir haben wieder Corona. Und das jetzt noch im Sommer. Und das ist etwas, was natürlich in der Wirtschaft sich niederschlagen wird. Gar keine Frage. Ist Asien jetzt, ist China vor allem, so titelt die Asia Times, on brink of a new Covid crisis, sind wir also praktisch am Rande einer neuen Corona-Krise. Man kann wohl diese Frage mit Ja beantworten. Gleichzeitig, wie Sie hier oben in der Headline der South China Morning Post sehen, versucht man jetzt erstmal zwar die Wirtschaft zu stimulieren, das ist das Gegenstück zur Fed auf der einen Seite, auf der anderen Seite versucht man, faule Kredite ein bisschen abzubauen, die bei Banken sind. Da ist so ein bisschen ein Risiko. Aber generell will jetzt der Peking auch nichts mehr anbrennen lassen, will also jetzt Stimulus machen. Der Kreditimpuls in China dürfte sich wieder positiv gestalten. Das ist auch der Grund, warum die Aktienmärkte Chinas heute trotz Aktionen gegen Tencent etc., gegen die Gaming-Industrie, sich nicht wirklich negativ entwickelt hat. Und schauen wir uns jetzt mal die Einkaufsmanager-Indizes oben in der Grafik an. China und die USA. Wir sehen, China ist deutlich früher eigentlich aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen, hat sich deutlicher verbessert zunächst mal. Aber jetzt sehen wir, dass die Amerikaner ja wahnsinnig starke Einkaufsmanager-Indizes haben, ähnlich wie wir hier in Europa, während das Reich der Mitte oder der Nabel der Welt genauer gesagt jetzt schon fast in einer Kontraktionsphase ist. Und das könnte bedeuten, dass auch die Wirtschaft in den USA bald wieder ziemlich heftig kontrahiert, also sich zusammenzieht, schrumpft. Und die Frage ist, was bedeutet das für die Aktienmärkte? Positiv zunächst mal, wahrscheinlich Aufrechterhaltung der Liquidität, aber negativ vielleicht für jene Aktiensektoren, die besonders von diesem Reopening profitieren würden, das vielleicht gar nicht so stattfindet. Und so sagt David Rosenberg hier in einem Interview bei CNBC, also meidet vor allem diese Recovery-Aktien, diese Reopening-Aktien, die also von der Öffnung der Wirtschaft wieder profitiert haben. Hat er damit recht? Wir werden sehen. Normalerweise hebt die Flut ja alle Boote, aber wir sehen in New York heute die Order, dass alle Restaurants und Gyms, also Fitnessstudios, glaube ich, was das, gell? Dass die nur Leute reinlassen, die also praktisch einen Impfnachweis haben. Amerikanische Autohersteller werden Masken, Gesichtsmasken bei allen Niederlassungen einfordern, egal ob man geimpft ist oder nicht. Also wir werden dann, oder die Amerikaner zumindest jetzt verstärkt wieder mit Masken rumlaufen. McDonald's macht Masken jetzt für alle Customers, also für alle Kunden und für die Mitarbeiter
zur Pflicht und Microsoft will eben auch jetzt ab 1. September dann einen Nachweis der Impfung, damit man in amerikanische Gebäude von Microsoft gehen kann als Mitarbeiter. Also wir sehen, die Einschläge, die sind doch relativ heftig und auf vielen Fronten. Die Zahl in den USA an Corona-Infektionen ist deutlich gestiegen, erstmals über 50.000 Hospitalisierungen wieder seit langer Zeit. Und das bedeutet auf der anderen Seite auch eine Flucht in Staatsanleihen. Wir sehen hier mal die Negative Yielding Debt, also praktisch die Anleihen mit Negativrendite, wo also diejenigen, die diese Anleihen kaufen, Negativrenditen in Kauf nehmen. Also praktisch, man gibt jemandem Kredit und gibt ihm noch Geld dafür, dass er Kredit von einem bekommt. Das ist eine Logik, die sich mir nach wie vor nicht so richtig erschließt, vielleicht Ihnen. Jedenfalls sind wir auf dem Weg zu dem Peak, das wir mal gesehen haben, noch vor einiger Zeit. Hier sehen wir das in der Grafik, dass also es immer mehr negativ rentierende Anleihen gibt. Es ist eine never-ending story, wie es aussieht. Und das angesichts der Tatsache, dass gestern bereits Japan gesagt hat, der Pensionsfonds Japans gesagt hat, also wir werden unsere Bestände an US-Anleihen reduzieren. Und gleichzeitig will man interessanterweise den Bestand an EU-Staatsanleihen ausbauen. Und das angesichts der massiven Renditedifferenzen. Man bekommt ja in den USA immerhin noch Rendite für eine Staatsanleihe. Zwar jetzt nicht allzu viel, für eine 10-Jährige so um und bei 1,2%, aber in Deutschland oder andernorts, da muss man Negativrenditen in Kauf nehmen, in Frankreich, in Deutschland, also alles, was nicht ganz, ganz schrecklich ist, aber selbst griechische 5-jährige Staatsanleihen sind negativ, insofern ist das schon eine interessante Botschaft der Japaner zu sagen, wir verabschieden uns aus US-Staatsanleihen und gehen in Anleihen, die deutlich schlechter rentiert sind. Fred Hickey sagt hier, okay, ihr glaubt also wirklich, wenn jetzt die Japaner praktisch die US-Staatsanleihen abbauen, die Chinesen tun das ein Stück weit, die Russen und andere haben sich schon längst verabschiedet, dass die Fed dann wirklich tapern kann, also dass sie die Anleihekäufe zurückfahren kann. Das ist die große Frage. Wird das gelingen können angesichts der derzeitigen Situation? Es gibt aber nicht nur Staatsanleihen, sondern es gibt ja auch Unternehmensanleihen. Und hier sehen wir mal, die Corporate Bond Yields sind jetzt so negativ wie seit seit 1980 nicht mehr, als wir damals eine Stagflation hatten. Also Inflation bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft hier. Die Real Corporate Bond Yields, also die Renditen dieser Unternehmensanleihen minus Inflation, sind deutlich negativ. Das zeigt, in welcher Situation wir sind. Und das angesichts einer Inflation, die heftig ist. Wir sehen hier den City Inflation Surprise Index, also die Abweichung von der Inflationserwartung ist noch nie so groß gewesen wie derzeit. Also Inflation ist nach wie vor auf dem Vormarsch, aber man denkt sich wahrscheinlich, ja okay, was ist, wenn die Weltwirtschaft jetzt wieder einknickt, dann wird es auch mit der Inflation nicht mehr so weit her sein. Aber vielleicht ist das eben doch der Fall, weil eben die Lieferketten noch gestörter werden durch diese ganze Corona-Geschichte, noch weniger Waren aus Asien geliefert werden, vor allem aus China, was den Mangel nicht gerade beseitigt, sondern verstärkt, und selbst wenn die Wirtschaft hier sich abschwächt, eben dieser Mangel in steigenden Preisen sich äußern könnte. Das ist das, was vielleicht hier eben droht, eben auch eine Stagflation, weiter steigende Preise, obwohl die Wirtschaft nicht weiter wächst. Und jetzt hat sich heute ein Fed-Mitglied geäußert, Ballard, der ja durchaus eben schon länger gesagt hat, wir müssen aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen. Das hat er heute nochmal deutlicher gefordert. Und gesagt, okay, es kann jetzt eben sein, dass wir eine Phase der höheren Inflation dauerhafter haben, dass eben nach der Pandemie eine ganz besondere Situation ist. Lasst uns jetzt schon anfangen, hier auszusteigen aus der ultralaxen Geldpolitik. Gestern hat er auf CNBC Waller von der Fed Ähnliches gesagt. Die Märkte haben reagiert. Aber entscheidend ist, morgen wird Fed-Vize Clary da sprechen. Der wird sprechen über Outlooks, Outcomes and Prospects for US Monetary Policy. Und das bedeutet, er wird sich zu dieser ganzen Frage QE, Geldpolitik äußern. Also das wird dann wahrscheinlich wichtig. Und das wird zeigen, ob die Wall Street auf dem richtigen Dampfer ist, zu sagen, also da wird die Fed niemals aussteigen aus dieser Geldpolitik. Gleichzeitig sehen wir, dass die Marktkapitalisierung jener Aktien, die
vom Price-Sales-Ratio, also praktisch das Verhältnis Marktkapitalisierung zu Umsatz über 20 notieren, war noch nie so groß, ist jetzt größer als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und deswegen steht halt sehr viel auf dem Spiel, kann man sagen, eben auch für die Märkte. Und diese ganze Thematik Zentralbanken, Notenbanken und möglicherweise Fluchtvehikel wie Gold, wie Bitcoin, die stehen im Vordergrund von Boom und Bust. Das wird am Donnerstag, also übermorgen, wieder stattfinden, 18.30 Uhr. Ich will Sie schon mal darauf hinweisen, mit dem wunderbaren Special Guest Thorsten Polleit, ehemaliger Chefvolkswirt von Barclays. Ein großer Denker, muss man sagen, das ist gar keine Frage, sehr, sehr hohes Niveau, das würde ich mir an Ihrer Stelle nicht entgehen lassen und nicht entgehen lassen sollten Sie sich einen Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, nämlich gegen den Steuerirrsinn von Olaf Scholz bei Termingeschäften. Es ist ja so, man kann Verluste, die man erleidet mit Termingeschäften, das sind vor allem CFDs oder Futures, aber nicht Zertifikate, da hat die Zertifikateindustrie hervorragende Arbeit geleistet, die sind davon ausgenommen. Man kann also Verluste bei Termingeschäften A, nur noch mit bis maximal 20.000 Euro geltend machen und B, kann man das nur tun, wenn man eben das Ganze mit Gewinnen von Termingeschäften abgleicht, also nicht mehr mit Gewinnen aus reinen Aktiengeschäften, die man tätigt, also nicht Derivate, sondern direkt Aktien oder eben Instrumente, andere Instrumente jenseits von Termingeschäften. Und da ist ein ziemlicher Irrsinn der Fall und es gibt eine Petition, die man hier unterzeichnen kann. Aber lesen Sie sich mal den Artikel durch von meinem Kollegen Claudio Kummerfeld. Da steht Interessantes und Erwähnenswertes drin und das zumal Olaf Scholz, mein Lieblingshamburger, heute gesagt hat, ja, also ich würde sofort das Gehalt von 10 Millionen Menschen erhöhen. Gell? Er muss es ja auch nicht zahlen. Also er ist zwar Finanzminister, gell, aber also ich würde jetzt, also ich würde Ihnen, gell, wenn Sie mich fragen, ich erhöhe Ihr Gehalt. Gell? Also wollen Sie eine Gehalterhöhung? Ja, bitte. Na, also ich zahle alles, gell? Also ich nicht direkt, gell? Ich lasse es bezahlen. Aber das ist ja wurscht, ne? Hauptsache Sie haben das Geld, gell? Und das ist das, was die Wall Street sich auch denkt. Ja, Hauptsache wir haben die Liquidität, gell? Corona, gell, ist doch. Hauptsache wir haben Liquidität, gell? Alles andere ist eh wurscht, gell? Alles, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Also, der Artikel unter dem Video, meine Damen und Herren, das lohnt sich. Würde mich freuen, wenn Sie da ein bisschen Druck machen auf unseren Scholzomaten aus Altona, der ja eine ganz großartige Figur ist, gar keine Frage. Ihnen einen schönen Feierabend, Servus und Ciao.